Ich begrüße und beglückwünsche euch. Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Böller-Tour im Frühling. Okay. Ja, Bad Boy, welchen haben wir denn heute eigentlich? 23. oder 24.? Welcher ist denn heute? 25. Ach, der 25. Hab ich wieder einen Tag verschlafen, oder wie? Sieht so aus, ja. Na super. Also, 25.03.2017. Ein Tag vor der Zeitumstellung. Hm. Was machen wir vor oder zurückstellen? Wir stellen natürlich vor. Eine Stunde vor. Nein, eine Stunde zurück. So. Hätten wir das auch geklärt? Also ich glaube, unsere Leute wissen jetzt immer noch nicht, ob wir sie vor oder zurückstellen. Zurückstellen. Ja, ist ja klar, vor. So. Wie ihr seht, wir haben mal wieder wunderschöne Sachen für euch rausgesucht. Wir haben uns einfach gedacht, wir haben jetzt so lange nichts geböllert. Wir läuten den Böllerfrühling ein. Der Bettbauer hat halt wieder mal einen Clown gefrühstückt. Ja, war sehr zäh. Aha, na super. Ja, also wie ihr seht, es sind wieder wunderschöne Sachen dabei. Natürlich ist auch Funke wieder vertreten. Wir haben auch sehr alte Böller mit grauer Lunte dabei. Wir haben ein bisschen was von Comet, von Kevins, also die Nico und Dragonbanger von Feichtel und... Ich würde einfach sagen, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei unserer Böller-Tour und sagen, los geht's, Feuer frei, zünd die Scheiße an hier. Los geht's. So, okay. Ich suche mir jetzt mal was aus, Bad Boy. Ja. Da ballern wir mal ein bisschen was weg. Okay? Na los. Na los. Ich habe hier erst einmal ein paar Mini-Knaller von BVD. Ja, gucken wir mal, wie die so sind. Aha. Eieiei. So. Und den hier noch. Ja, eine Hummel fliegt hier rum. Ballon mal weg, ey. So. Wo machst du? Dann gehen wir hier rüber, würde ich sagen. Hier so hin. Wow. Die sind ja gar nicht mal so schlecht, die kleinen Dinger. Krass. Besser. Fiepen ganz schön in den Ohren. Mhm. Cool, ein paar Schnitzel kommen hier auch noch angeflogen. Mm, lecker. Das ist klar. Da bist du wieder der Erste, der vorne an der Theke steht. He? Ja. Stock Riesen bitte, Frau Lange. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, ein Stock Riesen musste ich immer zuerst essen. Die anderen in die Tüte stecken. Oh, jetzt lassen sie aber nach. Weil wir sie da gelobt haben. Mhm. Ist immer so, wenn wir was loben. Das gibt's ja nicht. Naja, einer zumindest. Gut, dann gucken wir mal weiter. Ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden hier. Nehmen wir hier. Was ist das? Ein Bonbon? Ja, Bonbon. Den kann ich dir jetzt im Mund stecken und dann kann ich mal anzünden. Funke. Und zwar die FT4. Was weiß ich, was das ist. Kann man das erkennen, Bad Boy? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich? Nee. Ja, was weiß ich. Aber die Leute wissen schon was von meinen, oder? Ja, ich hoffe. Was denn? Hast du noch einen? Na, einen habe ich noch, ja. Was denn? Das war ein bisschen laut. Aber nur minimal laut. Pass auf jetzt.
Oh, geht schon. Nice. Peace. Gut, machen wir weiter. Ich würde sagen, wir machen mal wieder die Spur zurück, oder? Hm. Bisschen was Gediegenes, Leichtes. Was Leichtes für zwischendrin. Da habe ich hier Frosch B. Quark. Von Keller. Aus dem Keller. Du stehst im Schatten. Ich stehe im Schatten. Soll ich mal auf die andere Seite gehen, oder? Ja, ich kann es auch nicht ändern. So. Huch. Wir wollen sie ja schon raus hier. Die ist noch mal groß, ha? Wir wollen freigelassen werden. Ja, ja. Wir müssen ja loslassen. Ja, los. Ja. Ladehemmung. Hey! Weiter geht's. Ich hab Ladehemmung. So, gut, machen wir weiter. Machen wir hier Kanonenschlag A Thundercracker von Klomet. Komet. Ja, da musst du hier unten drauf drücken. Da, wo das A, genau, da ist das wieder weg. Ne? So, also gucken wir mal, wie die so sind. Geht los bei 2, bist du bereit? Immer bereit. Und den anderen noch hinterher. Schön, oder? Mhm. Die waren doch schön. Prima. Gut, dann gucke ich mal weiter. Haben wir hier Bo Peeps. Verona. Verena, Verona. Verona. Verena, Verona. Feldbusch. Ach. Die Feldbusch. Frau Feldbusch. Ja. 1880-0, da werden sie geholfen. Mit Pi. Ja, yes. Mit Pi. Achso, ja, jetzt weiß ich. Na gut, das ist das Ding ist halt, ich habe solche Schmuddelsendungen nie angeguckt. Da hast du auch schon geschlafen, oder? Naja, jetzt weiß ich zumindest, was du immer gemacht hast abends. Wenn ich nicht schlafen konnte? So, da haben wir vorne, ist das mit dem Mineralstoff zugemacht. Und hinten auch. Gucken wir mal, wie die so sind. Eckhart, ich glaube, die Russen kommen. Überall Flugzeuge hier, du. Was ist denn los? Tja, schade. Das geht schon mal nicht. Ach gut. Bist du hier am Ball, Bad Boy? Schläfst du hier? Ja, ich bin im Nachbarn. Was ist das denn? Ein glatt gedrückt doch. Wie im Leben geht der. Ja, völliger mehr Reinfall. Rauch. Also völliger Reinfall. Mehr Rauch als Knall, war. Dagegen. Vergiss es. Komm, wir machen gleich weiter. Reden wir gar nicht lange drüber. Der ja. Hyperframe sieht auch im Schatten gut aus. Natürlich. Na, guck mal da. Hm. So, ich habe jetzt Titanböller, 3 Stück enthalten, von Weco. So sieht der Spaß aus. Knüppelhart. Geht los, Bad Boy. Schön. Funken hat man sogar gesehen. Ja. Sehr schön. Knistern auch irgendwie ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Knister, knister. Schön. Gut. Dann haben wir hier China Cracker von Nico mit dem 3-Sterne-Logo, mit dem Tam-Tams-Logo. Importeur ist hier noch Nico Feuerwerk und Hersteller Yung Long Hong. BAM-Nummer ist die 0832. Gucken wir mal, wie diese sind.
verarbeitet sind. So, da sehen wir, dass die vorne zugekrempelt sind und hinten sind sie zugeharzt. Schöne Wandung haben sie, gute Verarbeitung. Mal sehen, ob sie auch genauso gut klingen. Schnipsel. Das wurde nichts. Na gut, so schlecht waren sie gar nicht. Ich hätte sie schlechter erwartet. Dann machen wir jetzt gleich mal weiter. Machen wir hier schön von Feistel die Black Cat, die Pyrocracker. Der schwarze Kater. Gucken, was uns hier so erwartet. Stunden später. So. Vorne zugestopft. Oh, guck mal, hinten auch zugestopft. Mhm. Mal gucken. Mhm. Oh, der ist weit. Die riechen schön. Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal den ersten Teil. Ja. Mhm. Die Leute sollen ja auch noch ein bisschen Freude aufs nächste machen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns freuen. Ihr gebt uns einen Daumen nach oben, hinterlasst uns einen netten Kommentar. Ansonsten sagt euren Freunden von Hyperframes, dass wir noch bekannter werden. Das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr keine Freunde habt, dann abonniert einfach unseren Kanal und wir werden Freunde. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Das war sie also, der erste, oder das war er also, der erste Teil von unserem Frühlingsballerei. Vielen, vielen Dank. Bis bald, sagen euer Bad Boy und der Hyperframes. Tschüss.